Alright, was geht ab, Leute? Team Robert hier mit einer neuen Folge von Barisch, aka Jeep Kollega sucht ein Deck. Natürlich diesmal Böninger Biss ein bisschen näher angeschaut, auf Ratschlag von Tati, dem Ex-Böninger Biss-Spieler. Ja, genau, ihr habt es ja auch vorgeschlagen. Ja. Ich habe es mir wirklich angeschaut, was kann man spielen, welche Varianten. Böninger Biss vom Speed kannst du nicht mithalten, deswegen musst du Anti bauen. Das Gute bei Burning Abyss ist, du kannst sehr viele Anti-Karten mit reinbauen. Zum Beispiel dreimal Mistake. Kann man reinbauen. Blockiert nur Skarm, aber das kannst du handeln. Zu 90% der Fälle. Was war noch drin? Dreimal Mistake. Dreimal antimagischer Duft. Dreimal antimagischer Duft. Was war noch? Das waren noch drei. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Dosenmatch. Kann man, ja, auch, genau. Man muss aber jetzt zum Beispiel nicht Mistake spielen, man könnte rein natürlich auch Mistake in Arrest spielen. Das, ja, ist die Zauberkarte zum Beispiel. Ja. Ja, auf jeden Fall, das war ein Deck, was gut war. Die Monster sind alles Floater, die holen immer wieder irgendwas. Es war ein gutes Anti-Deck, das habe ich auch gespielt. Du konntest Punkte holen. Wenn du deine Anti-Fallen hattest, konntest du Pendulum was machen. Das Gute ist halt, du konntest mehr Anti-Karten spielen, wie der Gegner Twin-Twister hat. Weil das Problem ist, wenn der Twin-Twister hat, ist vorbei. Aber deswegen in so einem Deck spielst du halt viel mehr Fallen, damit du viel schneller auf die Fallen kommst. Sein Twin-Twister ist nicht super. Deswegen, es kann mithalten, es ist ein Anti-Deck, was wirklich gut war. Aber es hat mich trotzdem letztendlich nicht so überzeugt. Da fehlt noch, da merkt man schon, dass Graf auf 1 und CV auf 2, das ist schon krass, ist, weil du willst irgendwann hast du Fett. Tugat auf 1. Tugat, das ist wirklich sehr schlimm. Ich sag doch nur Jar of Valorize zum Beispiel. Ja, habe ich auch getestet. Ich finde die Endspurika. Ja, aber hast du auch Qualis und Comet getestet? Was macht sie? Die eine Qualis sagt, Opfer oder Monster, man holst du eine von Wraith oder vom Deck auf die Hand. Und selben Typen alles. Kann man auch testen, und man muss dann mal gucken. Ja, genau. Tugger ist halt schlimm. Wie waren die Matchups so? Matchups? So normale Decks, und zwar hast du alle besiegt. Gegen Cosmo. Moment, wie war es gegen Cosmo? Gegen Cosmo hatte man Probleme. Ja. Trotz F-Zero. Trotzdem, du musst ja irgendwie F-Zero, da musst du dein Monster raushauen. Cosmo war schwieriger, dafür war Pepe leichter. Auch mit Pfeile konntest du alles wegschießen und so weiter. Aber es ist, sagen wir so, eins der besten Anti-Meter. Wieso hast du es nochmal aufgegeben? Burning Abyss, das war wirklich meine Wahl, was ich vorhatte, auf Turnier zu spielen, aber nachdem Graf oder Sevier weg ist, dann kommt da nichts mehr so. Einfach nicht stark genug für mich, oder? Ja, das ist wie so ein bisschen Ressourcen, so beschwör, hol zwei Burning Abyss Monster vom Friedhof auf die Hand. Sowas wäre wichtig. Und du Ressourcen holst. Weil irgendwann ist es verpufft und dann hast du nichts mehr. Das war das Problem. Wir haben ja die Antikarten im Burning Abyss gestört, weil die Floodgates, also die permanenten Fallen, weil wir die auch mal special mussten so. Ja, du hast halt meistens, du hast halt immer gehandelt, du hast auf deine Hand geschaut, ob du überhaupt anfängst. Dann hast du immer erst rausgehauen und dann gesettet. Und danach kommen sowieso die Graph CV-Effekte und so. Auch wenn du gesettet bist. Ja, ja, klar. Aber natürlich hat es manchmal gestört, wenn Gegner alles wegkriegt. Ja. Dann ist sowieso unwahrscheinlich, dass du nochmal sein Feld wegkriegst. Das ist wirklich Control, du legst den, wenn er es wegkriegt, hat er gewonnen, wenn nicht, hat er gewonnen. Deswegen hat es fast gar nicht gestört. Abschließende Worte zu Burning Abyss. Ist nicht schlecht, wer es mag, kann spielen, aber ich habe noch einen Geheimtipp. Was vergessen wurde und was ein bisschen besseres Anti-Deck ist als Burning Abyss. Kommt in der nächsten Folge. Bleibt dran. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren. Und checkt unsere Sponsoren ab, unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leitet es nicht.